Es ist Nacht und du rückst mit deinem RTW zu einem Einsatz aus, Zustand nach schlechtem AZ, also schlechter Allgemeinzustand. Das heißt, du weißt überhaupt nicht, was vorliegt, also kommst am Einsatzort an und nimmst natürlich das ganze Gerödel mit. Gehst hoch in den dritten Stock, klingelst und es macht dir eine jüngere Frau die Tür auf. Und sagt, gut, dass sie da sind. Es geht um meinen Mann, aber auch um mich. Naja gut, wir jetzt mal rein. So, wo ist ihr Mann? Da hinten im Schlafzimmer, liegt im Bett. Wir denn hin? Ans Bett. Guten Tag, junger Mann. Ne? Mit Hand gegeben und so. Was ist denn los hier? Ja, weiß ich nicht. Ich fühle mich in letzter Zeit halt eben immer so ein bisschen mattelig und mau und ne, allem drum und dran. Dann hat man ihn natürlich gefragt, wann haben sie zuletzt getrunken, gegessen? Waren sie krank in letzter Zeit? Alles nein. Naja gut, und sagt dann selber, ja, ich bin auch Krankenpfleger und alles ist gut. Okay, wunderbar. Wir nehmen sie dann einmal zum Abchecken mit, weil er sah wirklich sehr mattelig aus, muss man dazu sagen. Das war definitiv nichts mehr für einen Hausarzt, ne? War auch sehr exsikiert, also trockene Haut und so. Also hat man schon richtig gemerkt, dass dem es wirklich nicht gut geht. Naja, wir ihn dann halt eben erst versorgt in der Wohnung, sind dann runter in den Rettungswagen und dann ging's los. Mein Kollege ist gefahren, ich saß neben dem Patienten, ne? Er hustete dann noch so ein bisschen in meine Richtung und ich sag, na, alles gut? Ja, ja, alles gut, sagt er. Ne? Ich sage, okay, gut. Ne? Schreibt mein Protokoll weiter. So, und wir fahren auf die Auffahrt von dem Krankenhaus. Und dann sagt er, Mensch, da fällt mir ja noch was ein. Ich sage, na, was fällt denn noch ein? Irgendwas für mein Protokoll? Ja, ich habe sowas wie, wie hieß das noch, sagt er. Irgendwie sowas wie irgendwas mit N. Ich sage, wie, was mit N? Eine Krankheit oder was? Ja, ja, eine Krankheit. Ich sag, was meinen Sie denn? Jetzt weiß ich's wieder. Ich hab Nuro. Ja, was soll ich euch sagen, liebe Kollegen und Kolleginnen? Es hat nicht lange gedauert. Mein Kollege und ich waren auch etwas außer Gefecht gesetzt und das Ganze für fast 2 Wochen, weil wir mit Nuro zu Hause gewesen sind, alle Krankheitskeime auch mit nach Hause genommen haben. Unsere Familie, Kinder, Frau, alle krank gewesen, weil Nuro wirklich hoch ansteckend ist. Ja, und was lernen wir daraus? Egal, was ihr gemeldet habt am Einsatzort, fragt euren Patienten oder eure Patientin immer, ob in letzter Zeit irgendeine Infektionserkrankung vorgelegen hat. Es kann dann nämlich auch zur Gesundheit eurer Familie beitragen.